Guten Tag, Fußballfreunde. Ihr seht neben mir die Champions League Trophäe und ein Tor, denn wir regeln heute auf das Video die Clubs mit den meisten Toren in der UEFA Champions League. Platz 57, Werder Bremen, 109 Tore. Und guck mal, wen ich hier schon sehe, auf 56, Schalke. 109 Tore, gleich mit, ja, hier die beiden deutschen Vereine auf Platz 57 und 56. Über 100 Tore sind hier das Mindestmaß scheinbar. Sevilla 110 sogar, ganz stark. Auch Gladbach ist besser als Schalke. Um ein läppisches Tor. Naja, aber Schalke wird so schnell das Tor nicht mehr aufholen können, glaube ich. Ferencváros, auch die haben 111 Tore sogar. Alter Schwede, Tottenham 116. Bate Borisov hat mehr... Ja, okay, jetzt ist er aber komplett dann vorbei. Wenn sogar Bate Borisov mehr Tore als Schalke hat. Und das Ding ist, Ronaldo hat mehr Tore als die alle zusammen hier. Denn der hat, glaube ich, über... Wie viele Tore hat der in der Champions League? Alter Schwede, 140 Tore. Bist du denn bekloppt? Auch Lionel Messi hat 129. Das sind mehr als ganze Vereine in den Top 50. Aber gut, wir gucken weiter. Fenerbahce Istanbul, Red Bull Salzburg... Da muss aber die Quali und so dazu zählen dann, denn sonst hat er, also die haben ja erst, glaube ich, das vierte oder fünfte Jahr Champions League gespielt, das geht sonst nicht. 125, aber das sind immer noch weniger als Messi, ZSKA Moskau, weniger als Messi, Rapid Wien, hoppala, 130 Golassos, mehr als Lionel Messi, der erste Verein, der mehr als Lionel Messi hat und dann auch noch aus Österreich kommt. Kopenhagen, 137 Tore, jetzt kommen wir gleich zu dem Verein, die mehr als Ronaldo haben, nee, Göteborg, 138 Tore. IFK, hätte die gar nicht so gut eingeschätzt. Übrigens, sehr, sehr geile Animation hier immer. ZSK Sofia oder Sofia. Keine Ahnung, wie man da... Ja, okay, was ist da hinten eigentlich? Oh, da hinten kommen auch schon die neue. Da Marseille kommt da im Hintergrund. Aber 140, genauso viele wie CR7. ZSK Sofia. Sporting 140. Das passt ja prima. Cristiano hat ja seine Karriere bei Sporting Lissabon begonnen. Also so schließt sich auch ein Kreis. Feyenoord dann aber drüber. 147 Tore, 148 für die Roma. Oh, okay, und dann gehen wir da hinten in die zweite Reihe. Die wird ganz, ganz dick. 157, jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt dann bei der Roma. Roma 148 Tore. Oh, okay, und Feyenoord hat hier oben auch eine Champions-League-Trophäe auf. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Club Brügge 157, Partizan Belgrad 161, auch hier aus Serbien, indem man die Animation von den Ländern. Marseille 163. Bei Marseille müsste er aber auch hier oben. Marseille hat auch mal die Champions League gewonnen. Da fehlt mir noch was. 163 Golathos. Der FC Basler hat 170. Oh, okay, nee, okay. Ich nehme alles zurück. Jetzt kommt die Trophäe. Aber die kommt zu spät. Wir brauchen die doch gleich im Bild. Zack. Bayer Leverkusen. 36. Platz. Wie viele Tore? 171. Spartak Moskau. 35. Platz. 173 Tore aus Russland. AS Monaco 185 Tore, das sind jetzt große Sprünge. Panathinaikos 189, Valencia, oh Junge, geht das hier ein bisschen zu schnell gerade. 189 auf einmal, Platz 32. Sparta Prag 31, 193 Tore, wir kommen bald zu den 200 Golassos und jetzt haben wir sie auch schon hier. Helfen wir weiter, was ist das für ein Verein? Ja, oh, ich hatte das doch letztens, nee, komm. Rumänien, wie heißt denn das? Rumänien, Hauptstadt, ne, 6,5 Stunden später. Wo ist der Bukarest? Steaua Bukarest. Alter Schwede, da hat mein Kater jetzt super schön mit irgendwelcher lustigen Musik das Ganze hoffentlich entertainend geschnitten. Sonst wäre das ein bisschen langweilig gewesen. Naja, egal. Shakhtar Donetsk jetzt, 212 Tore. 28. Und wehe, hat danach irgend so ein blödes Meme eingeblendet, so von wegen, keine Ahnung, irgendwas. Unlustiges von SpongeBob. Ja, aber wie ich ihn kenne, hat er genau das gemacht. Aber ist okay. Gönnt einfach mal ein Like, wenn ihr das trotzdem feiert. Galatasaray, 28. Platz, 222 Tore. Auch Olympiakos, 222 Tore. Und ich habe hier Klopapier in der Hand. Fragt nicht warum. Es liegt hier einfach rum. Ganz einfach. Alles klar, Digga. Und ich habe Leuchtstift drauf. Super. Nächster Mal. Rosenborg, 224 Tore. Hallo. Atletico 226 und die sind zweimal im Finale gestanden. Das muss man schon appreciaten. Lyon 232. 23. Platz. Dynamo Zagreb. Wer wird denn auf der 1 liegen? Also mein Tipp wäre Real, Bayern, Barca vielleicht. Ja, irgend sowas. Real wahrscheinlich ganz, ganz heißer Kandidat. Mailand wäre auch so ein heißer Kandidat. Die haben früher oft gewonnen. Zack, 23. Oh, da, der Man City kommt jetzt gleich mal. 239 Zagreb, 245 die Rangers. Und 2,45 auch Man City. Weniger als PSV Eindhoven. Und beide haben die Champions League einmal gewonnen. Also,
Muss man auch mal realisieren hier. Roter Stern, 278 Tore. Paris Saint-Germain, 283, aber immer noch kein Titelchen. Anderlecht, was haben wir da? 284, ein bisschen mehr. Dortmund 287, auch wieder mehr und auch ein Champions League-Titel. Platz 16, da kommen noch 15 bessere Vereine. Ja, glaub ich's denn. 92, dreimal bei Inter Milano die Champions League gewonnen mit 290. Jetzt bin ich gespannt, wer hat die meisten Tore gewonnen und noch nie die Champions League gewonnen. Arsenal 332 ist es schon mal nicht, denn Celtic Glasgow hat sogar 334, oder die haben ja einen Titel, stimmt. Bin lost, sorry. 332 Arsenal aktuell, Stand jetzt die meisten Tore ohne einen Titel zu holen. 334 bei Celtic finde ich, by the way, auch sehr, sehr wild. Chelsea 342, aber schon zwei Titel. Dynamo Kiew, die haben sie, glaube ich, auch noch nicht gewonnen. Nein, haben sie nicht. Und 351 Tore ist die neue Bestmarke. Denn Porto, die haben sie gewonnen. Jawohl, zweimal sogar. 2004 und... leck mich doch, 19 irgendwas, 1990, keine Ahnung, 1980, irgend sowas, 395 Tore, das ist ein Riesensprung, über 40 Tore, 44 Tore Unterschied zwischen den beiden. Dann haben wir Ajax Amsterdam, auch die haben drei Titel sogar, nein, vier Titel, ups, okay, aber nur ein Tor mehr als Porto, ganz, ganz knappe Kiste. Milan, 435 Golassos, ja auch nochmal 40 Tore on top gepackt und vor allem auch noch 7 Champions League Titel. Das ist eine absolut wilde Kiste. 472 für Benfica und 2 Champions League Titel. Und dann haben wir wieder Liverpool, auch mit 6 Champions League Henkelpots in der Königsklasse. Gleich viele Tore wie Benfica Lissabon. Nur mehr Titel, aber gleich viele Tore. Juventus Turinski, jetzt haben wir lauter Champions League-Sieger hier am Start. Zweimal den Henkelpot geholt, 479 Tore. Man United, Platz 5, 533 Tore und dreimal die Champions League gewonnen. Aber wir gehen in die Top 3, sind den FC Barcelona. Wie viele? 600, wie viele hat der vor Man United gehabt? 533, das sind nochmal 60 mehr hier. 533 merken wir uns. Und dann sehen wir 667. Das sind über 130 Tore mehr und 5-mal den Henkelpot geholt. Der FC Bayern hat 804 Tore geholt. Und auch 5-mal die Champions League. Ne, 6-mal. Und 1047 Tore für Real Madrid. Ja gut, aber die haben das Ding ja auch 14-mal gewonnen. Also, guckt euch den... Oh, das ist, jetzt bin ich auf den Größenvergleich hier gespannt. Das ist ganz, ganz wild. Und Dynamo Kiew ist tatsächlich das Team, das die meisten Tore geschossen hat, ohne die Champions League zu gewinnen. Aber wenn dir dieses Video mit der Champions League gefallen hat, wirst du auch bei dem Video Spaß haben. Also hier klicken, angucken, wir sehen uns und ich freue mich auf dich.